94 Städte wollen wegen dem Klima auf extreme Lösungen setzen. Null Fleisch, null Milchprodukte, null Privatautos, höchstens 3 Kleidungsstücke pro Person. Im Grundsatz will sich auch die Stadt Zürich dieser linken Verbotskultur unterwerfen. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen in den Sümpfen von Bern. Schön sind Sie dabei. Haben Sie schon mal von der C40 Cities Climate Leadership Group gehört? Besser wäre, wir alle hätten noch nie von dieser Städtegruppe gehört. Sie vertritt angeblich ein Zwölftel der weltweiten Bevölkerung und ein Viertel der Weltwirtschaftsleistung. Auf der verlängerten Liste von Städten, die sich dem Grundsatz auch anschliessen wollen, steht auch das rot-grün regierte Zürich. Jetzt hören Sie, was die 94 Städte dieser C40 Leadership Group wollen. Nämlich bis zum Jahr 2030, also bereits in gut 6 Jahren, soll der CO2-Ausstoß auf 0 reduziert werden. Und wie soll das gehen? Nur mit extremsten Lösungen. Nämlich kein Konsum von Fleisch und Milchprodukten mehr. Rindfleisch, Servola, Salami, Bratwurst, Kotelett, alles verboten. Genau wie Milch, jede Art von Käse, Joghurt, Schokolade und Butter. Wenn Sie also im Jahr 2030 in Zürich, in Coop oder in die Migros gehen, werden die Regale etwa so aussehen wie vor 40 Jahren in der DDR. Nach dem Willen dieser Städte darf es auch kein Auto mehr geben im Privatbesitz. Und es soll nur noch ein Kurzstreckenflug alle 3 Jahre erlaubt sein. Und pro Person und Jahr gibt es nur noch 3 neue Kleidungsstücke. Stellen Sie sich vor, was das schon in wenigen Jahren, ab 2030, für das Leben von jedem Menschen in diesen Städten würde heissen. Und an die Auswirkungen von solchen Utopien für die Wirtschaft, die Landwirtschaft und die Arbeitsplätze dürfen wir schon gar nicht denken. Sie haben hier das ultimative Beispiel, was passiert, wenn die Roten und die Grünen bei den Wahlen noch mehr vorwärts machen. Wir wären auf dem Weg in ein totalitäres System, in eine totale Verbotskultur, wo sich alle müssten unterwerfen. Auch die das gar nicht wollen. Denn ich bin sicher, auch in der Stadt Zürich essen 90% der Menschen Fleisch und 99% essen oder trinken Milchprodukte. Wenn Sie sich die linke Verbotskultur nicht bieten wollen, dürfen Sie am 22. Oktober auf keinen Fall die Roten oder die Grünen wählen. Und auch nicht andere Parteien, die den Klimawandel missbrauchen, um ihnen immer mehr Lebensfreude und Lebensqualität wegzunehmen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Video der Woche. Nicht nur Fleisch und Milchprodukte sind für gewisse Urbane ein Problem. Habt ihr nicht irgendwas Essbares im Haus, das nicht aus Fleisch ist? Brot oder... Brot? Oder haben Körner auch Gefühle? Sag mal, weißt du denn nicht, was die mit den Getreidekörnern machen? Das sind Weizen, Gersten und Roggenbabys. Die werden der Mutter vom Leib geprügelt und dann zwischen Mahlsteinen bei lebendigem Leibe zerquetscht. Meine Damen und Herren, das war es für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis bald.